Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded Deep. Wir sind hier deep im Ozean und haben hier so einen schwimmenden Kackehaufen, den wir uns jetzt angucken wollen. Was ist das? Was ist das? Ist das so eine Mini-Insel? Sind wir gleich tot? Da hinten ist der Wal, oder? Nee. Das ist irgendwas. Was ist das? Der Mac. Das ist hier irgendwas Gefährliches. Der Hai frisst irgendwie irgendwas Fettes. Ganz ehrlich, Freunde. Das ist irgend so eine Hai-Mission. Da fahren wir jetzt mal schön dran vorbei. Aber mal ganz gepflegt fahren wir daran vorbei. Ich lenke mal, dass wir es nochmal sehen. Schön zu wissen. Merken wir uns, das ist Richtung Norden. Da können wir auf jeden Fall nochmal hin, aber mit einer Waffe, bitte. Bitte mit einer Waffe und auch mit einem Anti-Heilgetränk. Oh, cool. Also, das habe ich auch noch nie gemacht. Bin ich sehr gespannt. Ja, tut mir leid, aber ich denke mal, ihr habt da Verständnis für, dass wir das jetzt nicht machen, weil das wäre jetzt ein Selbstmordkommando. Aber schön, dass wir es direkt in der Nähe von unserer Insel haben. Ende letzter Folge war ich noch nicht ganz fertig mit einer Story. Ich wollte noch was erzählen, und zwar, wenn man bei der Post ist und dann eben so viel Action ist, da so viel los ist und gerade vor Weihnachten, ne, dann waren die Schlangen ewig lang und so weiter und so fort und alle Leute gestresst, aber ich selber fand es immer ein bisschen amüsant, weil, wie schon erwähnt, ich habe dann natürlich mich bemüht, schnell zu arbeiten und alles, aber auch nicht zu schnell, weil dann machst du Fehler und dann, ne, passiert das Unvermeidliche und du musst die Fehler korrigieren, das dauert dann noch länger, als hättest du einfach ein bisschen langsamer und konzentrierter gemacht. So, habe ich dann getan und dann gab es dann irgendein Problem, weiß ich nicht, irgendwie. Oder die Bonrolle ist alle, ne? Muss eine neue Bonrolle geholt werden, ne? Oder jemand möchte eine bestimmte Briefmarke, die muss dann aus dem Lager holen. Und all solche Spesen oder der PC hängt sich auf und dann passieren manchmal natürlich, Gesetz des Chaos, passieren dann irgendwie die unwahrscheinlichsten Sachen alle zusammen hintereinander und die Leute sind dann natürlich super genervt, die ganz hinten an der Schlange stehen, weil die dann alle Probleme mitbekommen, da eine Viertelstunde warten. Und dann, das war es noch nicht lange her, da war dann auch so ein Mann, der hat sich schon echt zusammengerissen, aber hat schon ein paar Mal die Augen verdreht und dann vor ihm noch eine Dame war dran, ne? Postident-Verfahren und Western Union. Es hat so lange gedauert und dann hat die auch ihre Geheimzahl vergessen. Dann konnte sie nicht bezahlen und wir mussten alles abbrechen, also meine Freunde. Ich weiß, wenn ich selber auf der anderen Seite des Schalters stehe, dann tue ich mir auch schwer, mich da ruhig zu verhalten, aber es hilft ja nichts. Da kannst du dich aufregen oder nicht. So, haben wir die Insel hier schon gelootet? Wollen wir hier mal kurz einen Stopp machen? Können wir eigentlich, ne? Hier einmal kurz abtauchen, gucken. Ich wollte es mir jetzt ja notieren, auf welcher Insel wir waren, auf welcher noch nicht. Aber oh, hier können wir eigentlich noch mal ein bisschen hin. Vielleicht treiben wir da automatisch hin. Nee, oh, da ist ein Hai. Ah gut, vergesst es. Dann machen wir jetzt hier nochmal kurz den hier. Den ungesteuerten Driver. Drive-in. Ja, hier waren wir schon, die Insel. Klar, natürlich waren wir hier schon. Aber müsst ihr mir auch nachsehen, ist jetzt auch schon echt wieder eine Weile her. Und wir fangen ja jetzt erst an mit dem Navigieren und mit dem Aufschreiben, welche Insel ist und der ganze Kladderadatsch. So. 21 Tage überlebt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich muss jetzt mal kurz Bibi machen. So, bleibt ja nicht aus, wenn man so viel erzählt und zwischendurch so viel trinkt. Oh, hier sind ganz viele Steine, sehe ich gerade. Vielleicht waren wir hier doch noch nicht. Aber eigentlich kann das nicht sein. Also hier haben wir eine Ayuga. Lassen wir erstmal da. Nur kurz schauen, wir müssen ja erstmal hier nach Feinden Ausschau halten. Natürlich nur ein Speer gemacht, ne? Planken, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die brauchen wir für alles. Das nehmen wir auch mit. Die looten wir jetzt mal weg, die Insel. Da ist eine Schlange, ich sehe sie doch. Ah, wir haben keinen normalen Speer zum Werfen, wir haben jetzt nur den. Ich würde jetzt ungern direkt das Gift verwenden. Wollen wir uns einfach nochmal schnell einen normalen Speer machen? Wäre, glaube ich, sinnvoll, ne? Oh Gott, hast du mich erschrocken. Aber das Kleine ist ja nicht gefährlich, das hat ja Angst vor uns. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen Stone Tool, ne? Können wir uns ja machen, wir haben ja hier welche. Einfache Hake. Waren wir hier doch schon mal? Oder liegt die hier einfach nur so rum? Na, ich glaube schon, dass wir hier schon mal waren. Ne? Wir waren ja hier bei unseren Nachbarninseln.
Aber hier haben wir auf jeden Fall nicht viel weggelootet. Ah, jetzt haben wir kein Dingens mehr. Ich gucke mal. Können wir den schon bauen? Einfach, ach, da brauchen wir nur Holz für einen einfachen Speer. Komm, dann bauen wir mal ein paar. Zack. Zack. Können wir noch einen bauen? Nee. So, dann müssen wir jetzt irgendwas wegwerfen. Wir können einfach mal was aufs Floß tun. Dum-dum-dum-dum. Schnell zurück zum Floß, schnell zurück zum Floß. Ist hier noch was drin? Gucken wir mal, ob hier noch eine Kiste liegt. Natürlich nicht. Altes Ruderboot. Na, was machst du hier? Ein Tauchgang oder was? Oh, hier. Ganz schön viele Krabben, ne? Piekst mich nicht. Wir können ja auch erstmal ein bisschen näher ranfahren, hallo? Weil ich meine, wir müssen das eh dann rauspacken. So, fahren wir dann mal schön an die Wand. So. Da müssen wir nicht so weit laufen. Dann schmeißen wir hier einfach mal... Hier haben wir, glaube ich, noch eine leere Kiste. Dann schmeißen wir hier mal die Bleche und das rein. Da haben wir das. Da packen wir das Lashing rein. Und wie sieht unser Trinken aus? Oh ja, wir haben Durst. Trinken wir mal. Können wir das auch wegpacken? Hm, wo tun wir es hin? Hier. Zack, zack. Tun wir die mal da rein. Dann haben wir noch... Ja, ein bisschen Durst, ein bisschen Hunger haben wir. Haben wir jetzt eigentlich gar keinen... Doch, ein bisschen Räucherfleisch haben wir mitgenommen. Können wir auch mal essen. Zack. Eins essen. Und dann können wir hier noch so eine trinkbare Kokosnuss. Die ist leer. Okay, dann machen wir hier so eine nochmal. Nee, falsch. So, zack. Die hauen wir hier hin. Dann hauen wir da drauf. Ich kann das nicht zerlegen. Hä? Achso, da, weil ich daneben gehauen habe. Ne? Alles klar. Zack, die hauen wir nochmal klein. Dann haben wir noch was zu essen. Dann sind wir erstmal hier versorgt. War jetzt ja auch nicht ganz kritisch, aber das war das Wichtigste haben. So. Zack. Ja. Trinken können wir unterwegs noch. Die Lampe brauchen wir erstmal auch nicht. Tue ich auch erstmal wieder zurück. Ah, Mann, ey. Sorry, sorry. Muss mich mehr konzentrieren hier. Hier tun wir die Lampe hin in die Toolkiste. Und eigentlich gehört in die Toolkiste auch der Kompass. Packen wir jetzt aber mal dahin. So, die Speere liegen da vorne. Die müssen wir noch aufsammeln. Oh, hier ist noch ein Brett. Cool. Cool, cool. Und wenn ihr Kartoffeln seht, dann schreit er, ne? Dum, dum, dum. Ja, was ist das gewesen vorhin? Unsere Mission da. Ein was ist das? Das ist auch eine witzige Geschichte. Schon viele Jahre liegt's zurück. Ein Besuch aus Frankreich. Und waren bei meiner Tante, war das, glaube ich. Ein Franzose, der eigentlich gar nicht Deutsch gesprochen hat. Tante aber eigentlich sehr gut Französisch. Ich glaube, sie ist sogar Französischlehrerin. Weiß ich gerade nicht. Und die hat... Also er kam dann da irgendwie an und hat dann an der Tür gesagt, ah, was ist das? Und hat auf dieses kleine Guckloch gezeigt. Ne? Dieses Loch, wo du durchguckst, um zu sehen, wer vor der Tür steht und klopft. Ne? Und dann hat sie auf Französisch gesagt, ah, c'est un petit fenêtre pour voir... je sais pas, patati patata, ne? Hat er doch Französisch gesagt, ihm erklärt, dass das ein kleines Fensterchen ist, wo man durchgucken kann, auf der anderen Seite, wer da steht und klopft. Und dann hat er gesagt, ah, oui, oui, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ein kleines Fenster, wo man durchgucken kann, auf der anderen Seite, um zu sehen, was das ist. Und dann hat er gesagt, oui, 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 ein was ist das? Und meine Tante, schon leicht genervt, hat dann nochmal mit anderen Worten auf Französisch ganz ausführlich erklärt. Was, wie bewegt die sich denn? Hau ab. Wir sind schon richtige Profi-Schlangenvernichter, ne? So, dich nehmen wir auch gleich mit. Fleisch können wir gebrauchen. Achso, eh halten. Und dann halt das gleiche Spiel. Das ging dann 3-4 Mal und meine Tante immer genervt. Ja, das ist ein kleines Fenster, Mann. Da guckst du durch. Hä, was will der denn? Greift er uns an hier oder was? Hau ab. Meine Tante immer genervt da und irgendwann die auch gedacht, was ist das denn für ein Typ? Also wieso checkt er das denn nicht, ne? Und dann hat sich herausgestellt, auf Französisch sagt man, ich weiß jetzt nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist oder ob es dann irgendwie aus dem Elsass kommt, wo die Leute auch ein bisschen Deutsch gesprochen haben oder was auch immer, da sagt man, das ist ein was ist das? Das nennen die so. Dieses kleine Guckloch, dieses kleine Fenster heißt auf Französisch was ist das? Witzig, wird wohl aus dem Deutschen kommen, ne? Weil die Franzosen halt dann wohl gelernt haben, ja, das ist, um zu gucken, was auf der anderen Seite ist, ne?
Und so kam es dann halt zu diesem Missverständnis, dass er immer wieder gefragt hat, was ist das, was ist das? Meine Frage ist jetzt, wo ist Schlange? Da. Das war daneben. Oh, wir haben unseren guten Speer geworfen. Oh. Scheiße. Na, dann müssen wir kurz nochmal hier rum. Ja. Ich weiß. Hat nicht so gut geklappt. Komm. Wo bist du? Da. Ja, 100 Würfe hat dann doch geklappt. Immerhin. Erstmal unseren guten Speer holen. Eine Krabbe ist hier nicht, ne? Eine Gigakrabbe. Wir sind jetzt schon ein paar Mal im Kreis gelaufen. Auch Kartoffeln habe ich noch nicht gesehen. Ach, ey, Jemine. Komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Achso, E gedrückt halten. Ja. E gedrückt halten kriegen wir hin. Kein Problem, kein Problem. Ja. Aber mehr Böhr wäre es, wenn sie dich geschlachtet hätte, mein Freund. Gebissen hätte. Die Jucker, ja, klar, können wir alles machen, können wir alles mitnehmen, aber ehrlich gesagt bin ich hier auf einer Suche nach was anderem. Und zwar möchte ich, gut, Bretter haben wir jetzt ja schon jede Menge gefunden, aber ich möchte eigentlich irgendwie mal was anderes finden, was Cooles. Jucker, ja, komm, sonst fehlt es uns doch wieder und dann ärgern wir uns, dass wir es nicht mitgenommen haben. Also ernten wir die Jucker jetzt auch noch schnell. Was wir haben, das haben wir, looten wir die Insel noch schnell weg. Dann düsen wir aber auch wieder... Hä, ein Holz? Achso, ich habe gar nicht die Jucker getroffen. So, jetzt. Faserige Blätter. Schön, ne? Ist schon entspannter, wenn man es auf Deutsch hat. Oder wie seht ihr das? Also, ich finde es ganz gut. Wir müssen auch noch Lehm finden, ne? Den brauchen wir für unseren Schmelzofen, glaube ich. Lehm ist irgendwie im Wasser. Oder... Man kann es mit der Spitzhacke hier auch abbauen, dass irgendwie diesen Mineralstein, aber irgendwie... weiß nicht, ob es jetzt nicht mehr angezeigt wird, ob man jetzt jeden großen Stein zerhauen kann. Die Aloe Vera können wir doch mitnehmen, weil dann haben wir zwei für unseren Anti-Sonnenschutz. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, brauchen wir auch bald wieder. Ich gucke nochmal hier, dass wir nichts übersehen haben. Von größerem Wert. Ich muss eigentlich mal wieder meinen Speer nehmen. Ich gucke nochmal hier. Was ist da? Auch nix. Hier liegt auch nix. Da haben wir noch eine Aloe Vera. Können wir mitnehmen zum Anpflanzen. Dann können wir noch ein Aloe Vera-Beet machen, weil das ist ja neben Pippi, würde ich sagen, auch wichtig, um sich frei in der Sonne bewegen zu können. Hier nehmen wir noch die Jucker mit. Und dann können wir die Insel auch eigentlich verlassen. Abtauchen können wir nochmal, ja. Wenn dort kein Hai ist, so wie eben. Eine müsste hier noch sein, da. Das war's, ne? Ja. Und Kartoffeln habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, wenn ich einen übersehen habe, weil eigentlich gibt es auf jeder Insel Kartoffeln. Aber ich hab's nicht gesehen. Und Pippi auch nicht. Hier vielleicht, Pippi wuchs ja immer so an diesen Steinen, ne? Mal hier den Speer nehmen. Laufen hier noch einmal quer. Weil hier haben wir noch nicht so geguckt. Pippi, wo ist die Pippi? Oh Gott, das ist auch... Vielleicht sollte ich die Textur ein bisschen runterstellen. Vielleicht sieht man es dann irgendwie besser. Aber ich glaube... das liegt doch einfach an mir. Was haben wir hier noch? Eine Hacke. Ja, die brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Warte mal, war das nicht hier? Das hier ist doch Pippi. Das war doch die Insel, wo wir Pippi gefunden haben, oder? Oh, wir müssen wirklich dringend anpflanzen. Die Sachen wachsen echt nicht nach. Gut. Und dann nochmal schauen. Das können wir auch vom Floß aus machen. Ne? Steine nehmen wir auch mit. Ah, kein Platz mehr. Müssen wir erst nochmal... Ja, komm, ein paar Steine. Wir haben keine mehr. Auf unserer Insel. Nehmen wir noch mit. Packen wir erstmal... Hier war es, glaube ich. Ne? Ja. Ah, ne. Das war falsch. Das können wir da wieder rausholen. Ja. Ach, der war es, ne? So, dann nehmen wir noch die Steine hier mit. Ein Stein, zwei Stein, Kleinstein... Und Georock. Wie hieß er? Georock? Kleinstein wird zu Georock, glaube ich. Und dann?
Ich weiß nicht mehr. Schon zu lange her. Wie, schon wieder alle? Komm, das Holz brauchen wir nicht. Nehmen wir lieber nochmal 4 Steine mit, weil hier liegen ja noch welche. Sonst bereuen wir es doch. Dann sind wir auf unserer Insel und haben die Steine nicht, die wir brauchen. So, ich glaube, das war jetzt der 4., ne? Ne, jetzt war es der 4. Gut. Wunderbar. Auf zurück zum Floß. Auf zurück zur Insel. Schnell den Loot verstauen. Und dann geht's weiter zur nächsten Insel. Beziehungsweise wir müssten jetzt... Oh, hier ist noch ein Stein, den können wir nicht mehr mitnehmen. Wir müssten jetzt eigentlich genug haben, um ein zweites Beet zu bauen, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, wieder genug Bretter. Werden wir dann sehen, werden wir dann sehen. So, einmal umdrehen. Oh! Ich hab's vorhin noch gesagt. Was sagt die Uhr? Naja gut, das ist ja wohl lächerlich gewesen. Vergiftet sind wir auch nicht, okay. Einmal umdrehen, das Ding. Ich habe jetzt echt gedacht, Seeigel wäre jetzt natürlich auch blöd gewesen. Ich meine, wir haben das Gegengift, aber nur weil wir es haben, heißt es ja nicht, dass wir es auch benutzen müssen, ne? Oh, hier, da der Anker. Zack. Zack, fährt er? Ja, gut. Er fährt los. Ich glaube, in die Richtung müssen wir auch grob, ne? Aber wir können auch nochmal nachgucken. Achso, müssen wir erstmal unseren Kompass suchen. Wo haben wir ihn denn hingetan? Da, ne, in die Toolkiste da unten, ne? Aber wir müssen erstmal was abladen, sonst können wir ja nicht... Da ist er. Ja, wohin können... Was können wir denn abladen hier? Wir haben gar keinen Platz, um was abzuladen. Scheiße. Dann lasst mich mal diesen Fischspeer hier kurz hinschmeißen. Den brauchen wir jetzt am ehesten nicht. Falls wir ihn verlieren. Wir haben noch, glaube ich, 2, 3 in der Base. So, Süden, genau. Da sind wir richtig. Das heißt, da hinten... Das da müsste dann unsere Insel sein. Na, Hai-Musik. Wo ist der Hai? Da ist Westen. Süden. Ich sehe aber keine Insel. Wo sehe ich keine Insel? Ist es nebelig oder... Da sehe ich überhaupt keine Insel. Und hier, die nächste Insel, die ich sehe, ist die da. Könnte gut sein, dass das unsere ist. Also ein bisschen rechts halten, weil wir sind ja, glaube ich, auch immer noch so an der Grenze, an der Biomsgrenze. So, da donnern wir jetzt nochmal hin. Ich denke, das können wir aber wieder im Zeitraffer machen. Die Folge ist jetzt auch wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir dann höchstwahrscheinlich weiterziehen und noch mehr looten. Und noch mehr looten und noch mehr looten und ganz viel looten und dann hier noch ein paar Kisten bauen, ein paar Beete bauen, mehr looten und noch ein bisschen was looten. Und wenn wir dann genug gelootet haben, dann können wir endlich unseren Gyrokopter bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Euer Bolle. Ciao.